Topagraf Fabricht. Rauchero 32.1. Das Prinzip des pneumatischen Düngerstreuers ist nicht neu. Doch zwischenzeitlich gab es dieses Konzept nicht mehr für die 3-Punkt. Aufgrund von höheren Randauflagen, variabler Körnung und teilflächenspezifischer Düngung hat Rauch das System aber neu aufgelegt. Geblieben sind die Wirbelkammerkrümmer mit genoppter Oberfläche. In Kombination mit einem kleinen Prallteller verteilen sie den Dünger gleichmäßig über die Arbeitsbreiten von 18 bis 30 Meter. Der eingesetzte Prototyp hatte eine Gestängebreite von 27 Meter. Der Antrieb der Dosierorgane erfolgt hydraulisch. Standard sind 4 Teilbreiten. Ein Abdrehen entfällt in Zukunft. Die Wiegeeinrichtung übernimmt dann die Kalibrierung. Die Zapfwelle treibt das Gebläse an. Über Injektorschleusen wird der Dünger in die Luftleitung eindosiert. Alle 1,13 Meter ist ein Krümmer montiert. Eine Rohrleitung versorgt jede dieser Düngerdüsen separat. Mit dem auf der Agritechnica 2019 vorgestellten Multi-Rate-System soll sich bald jede Düse einzeln schalten lassen. Der Rauchero lässt sich serienmäßig über Isobus bedienen. Section Control und variable Rate machen das System komplett. Die 32 in der Typenbezeichnung steht für die zulässige Nutzlast des Behälters von 3,2 Tonnen, die sich beim Gesamtvolumen von 3200 Litern inklusive Aufsatz auch nutzen lassen. Das Gestänge hängt im Feld an einem Drahtseil. Über eine Blattfeder kann das Gestänge pendeln. 2 Zylinder passen den Ausleger ans Gelände an. Optional automatisch mit Ultraschallsensoren. Die Prallbleche an den Wirbelkammerkrümmern lassen sich für die Spatdüngung umdrehen. Am Gestängeende lässt sich zum randscharfen Düngen ein Blech einschwenken. Das soll zur Serie auch elektrisch funktionieren. Für den Straßentransport klappt das Gestänge zuerst die beiden äußeren Elemente ein. Anschließend klappen die beiden inneren Elemente seitlich vom Behälter senkrecht nach oben. Dabei bleibt die Maschine unterhalb von 4 Metern Transporthöhe. Um die Transportbreite trotz des breiten Behälters einzuhalten, schwenkt das Gestänge zum Schluss hinter den Behälter. Alle Details des, laut Liste, ca. 64.000 Euro teuren Streuers finden Sie in der Top Agrar-Ausgabe 6 2021.